So, und da sind wir wieder bei Mass Effect 2. Ich bringe diese Sender hier wieder intakt. Sag mir nicht, ich muss 3 davon holen. Alter. Von da haben wir angefangen. Einmal hier ganz durch. Das ist der Typ, der die ganze Zeit geschrieben hat oder dem geschrieben wurde. Hatte keine Chance gegen mich. Y, Beyblade, Beyblade, Batterie, Batterie und Copyright, Copyright. Ich hab was gemacht. Wow. Wofür habe ich das gemacht? Frage ich mich da doch. Ja genau, werf mich halt komplett woanders hin. War da denn jetzt irgendwas? Naja, ich gucke erstmal auf den anderen Planeten. Mittel. Ich will Iridium. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Okay, es ist nur noch niedrig, da wird nicht mehr viel sein. Wie viel Iridium brauche ich eigentlich nochmal? Sonde unterwegs. Gut, steht da jetzt nur noch. Ja gut, reicht mir nicht, das muss perfekt sein. Muss hoch sein. Redundanter Feldgenerator. Was kann ich mir darunter verstehen? Was kann ich darunter verstehen? Sonde unterwegs. Immer noch gut. Ja, das gefällt mir. Starte Sonde. Hier dürfte eigentlich nichts mehr sein, obwohl hier. Sonde gestartet. Panzerbrechendes Präzisionsgewehr. Sonde unterwegs. Hm. Das mit dem Palladium wird langsam knapp. Also da passt ja nicht mehr viel rein. Kann ich irgendwie nur eine begrenzte Anzahl mitnehmen oder was? Ja, hoffentlich nicht. Starte Sonde. Ich guck jetzt eben erstmal, was ich noch brauche. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schön.
Schiffsverbesserungen. Ich brauche 1000. Ja, 15.000 brauche ich. Dauert eigentlich nicht mehr lang. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Na. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Hilft mir gerade überhaupt nicht. Kann ich eigentlich noch eine Aktion unten machen? Ich habe ja schließlich jetzt eine Mission oder wird auch immer ein Auftrag gemacht. Vielleicht. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ja, das würde mir gefallen. Das war dumm und egoistisch. Sie waren noch nie egoistisch. Sie haben schlimmstenfalls immer zu viel an die Flotte und zu wenig an sich selbst gedacht. Das mag für Menschen gelten, aber Quarianer sind anders. Wir können nicht einfach. Wir müssen an die anderen denken. Immer. Wenn wir nicht an die Bedürfnisse der gesamten Crew denken, könnte dadurch jemand verletzt werden. Vielleicht sogar getötet. Sie verdienen es, mit jemandem glücklich zu sein. Ich bin nicht die Richtige. Egal wie sehr ich könnte krank werden, die Mission gefährden. Willst du damit sagen, dass du sterben könntest, wenn wir zusammen sind? Das Risiko besteht immer. Vielleicht wäre die Reaktion nur minimal. Oder sie legt mich für ein paar Wochen flach. Vielleicht würde sie mich sogar umbringen, aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht besorgt, Shepard. Ich will nicht, dass du abgelenkt bist. Was ich von dir will, soll der Mission nicht schaden. Dafür ist sie zu wichtig. Und wenn du gar nichts gefährden würdest? Wenn es nur um mich ginge? Ich habe gesehen, wie du auf den Torianer auf Pheros zugestürzt bist wie eine Naturgewalt. Nichts konnte dich bremsen. Ich habe dein Gesicht gesehen, als Lieutenant Alenko auf Wormaher gestorben ist. Ich habe gesehen, wie du dich gegen alles behauptet hast, womit die Galaxie dich konfrontiert hat. Ich beobachte dich schon so lange. Aber ich hätte nie gedacht, dass du jemals hinter dieses Ding sehen könntest. Tali, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber ich will niemand anderen. Ich will dich. Und ich werde mein Möglichstes tun, damit es funktioniert. Ich finde es auch in Ordnung, wenn... Aber... Oh, danke. Du weißt gar nicht, was das... Danke. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde recherchieren, wie wir das anstellen können. Was hast du vor? Kann ich helfen? Es gibt ein paar Methoden, mein Immunsystem kurzfristig zu verbessern. Immunverstärker, intravenöse Antibiotika, was in der Art. Ich erspare dir die Einzelheiten. Aber vertrau mir, ich bin überaus motiviert, eine Lösung zu finden. Es kann doch für einen Quarianer nicht so ungewöhnlich sein, einen Partner von einer anderen Spezies zu haben. Das nicht, aber dann findet meistens alles außerhalb des Anzugs statt. Nervenstimulationsprogramm und so. Das will ich aber nicht. Wenn wir schon zusammen sind, dann auch richtig. Ich will deine Haut an meiner spüren. Ich habe mein Gesicht noch niemandem gezeigt. Aber dir werde ich es zeigen. Sofern es mich nicht umbringt. Beeilen Sie sich mit Ihrer Recherche, Miss Was Normandy. Befehl vom Captain. In Ordnung. Jawohl. Absolut. Bis dahin sollte ich, du weißt schon, was tun. Reparaturen. Für die Mission. Ich bin ein Vorbild. Okay, dann dürfte es ja jetzt feststehen. Müsste jetzt eigentlich nur noch ein bisschen für den Scanner holen. Will aber noch mal eben was machen. Vielleicht geht's ja. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie
Zeit. Wollte selbst mit Ihnen sprechen. Medizinische Angelegenheit. Mission ist gefährlich, das ist klar. Jede Spezies geht anders mit Stress um. Vergangene Verbindung zu Talisora lässt Beziehung zum Stressabbau geeignet erscheinen. Empfehle dennoch Vorsicht. Das Immunsystem der Quarianer ist schwach. Es könnte sie umbringen. Haben Sie als Arzt irgendwelche Empfehlungen? Talisora hat sich Desinfektionsmittel besorgt. Sollten Sie auch machen. Oraler Gewebekontakt ist gefährlich. Empfehle Schutzvorkehrungen. Werde Ratgeberbüchlein in Ihr Quartier schicken. Aussagekräftige Diagramme mit Stellungen, die für beide Spezies bequem sind. Sowie Überblicksdarstellungen der erogenen Zonen. Kann Öle oder Salben zur Verfügung stellen, damit es angenehmer wird. Habe Edi Demo-Videos über Hilfsmaßnahmen gegeben, die bei Bedarf abgerufen werden können. Moment mal, Morden. Jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, oder? Welch schockierender Vorwurf. Vertrauen zwischen Patient und Arzt ist heilig. Auf den Arm nehmen käme mir nie in den Sinn. Amüsieren Sie sich so gut es geht, Shepard. Ich bleibe hier und untersuche die Zellenreproduktion. Das ist viel einfacher. Erfordert auch weniger Alkohol und stimmungsvolle Musik. Okay. Kann ich mir das echt angucken? Das würde ich nämlich gern sehen. So, haben wir das wirklich da? Auf meinem privaten Terminal? Ist das da oder ist das... ohne Thema. Naja. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ist das hier bei den Büchern? Ich habe nämlich gehört, das liegt hier wirklich irgendwo rum. Könnte natürlich auch fragen, aber naja, ich muss jetzt erstmal genug Ressourcen sammeln. Iridium, her damit. Hoch, gefällt mir. Schilde. Okay. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Und wir haben genug. Ich will aber auch unbedingt genug Palladium haben, um mir die Narben vielleicht nochmal aus dem Gesicht zu holen. Starte Sonde. Immer noch Mittel, hier ist noch was drauf. Aber nicht sehr viel. Sonde gestartet. Ja, ich habe gedacht, jetzt wäre das auf niedrig. Sonde
wir sollten uns den besseren Scanner holen. Und vielleicht noch was anderes. Wie viel brauche ich hier noch? Nochmal. Ach, richtig viel. Das gefällt mir doch. Oh. Einiges Zeugs. Was haben wir hier? Gehärtete Schilde. Naja. Das ist eigentlich ziemlich cool. Das ist eigentlich alles cool. Platin sollte ich mir aufsparen eigentlich. Oh. Naja, ich könnte natürlich auch, damit er stärker ist. Nee. Ich will jetzt erstmal scannen mit dem neuen Scanner. Und dann werden wir uns hier alles holen. Der bewegt sich schneller oder was? Was kann der denn jetzt besser? Sonde gestartet. Hätte ich mal durchgelesen, was der jetzt besser könnte. Sonde gestartet. Maschinenpistole Schaden. Da war was. Sonde unterwegs. Notfallschilde. Das wollte ich eigentlich haben, das ist richtig gut. Hat sich jedenfalls richtig gut angehört. Starte Sonde. Deswegen will ich es haben. Ich hol's mir auch jetzt. Panzerung. Notfallschilde. Moment mal. War das nicht? Nee. Komm, holen wir uns das. Das kann warten. So dringend müssen die mir auch nicht entfernt werden. Und panzerbrechende schwere Pistole. Wenn uns da mal ein richtig starker Feind entgegenkommt und dann meine schwere Pistole in meiner Hand ist, dann haben wir... Aua, aua. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ach was. Wisst ihr was, ich glaube, ich mache sogar demnächst wieder Missionen in der nächsten Folge. Hier aber eh nichts mehr. Und Sonden sind bei mir auch nicht mehr so viel vorhanden.
hole ich mir mal eben neu. Und hier landen wir. Aber ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Wenn ich das hinkriege. Ciao.